Hallo Freunde, liebe Grüße, Daniel Feier hier live aus dem Central Park in New York, heute mit einem kleinen Teaching and Training Video zu dem Thema Verantwortung. Führungskräfte übernehmen Verantwortung und mein Tipp von mir an dich ist es, die volle Verantwortung für deinen Erfolg zu übernehmen. Und ich möchte dir dazu eine kleine Geschichte erzählen, wie ich selber das Thema gelernt habe. Ich habe mal eine Zeit lang im Immobilienbereich gearbeitet und ich war dafür verantwortlich, die Ausschreibung zu machen. Also stell dir vor, wir haben ein Haus gebaut, okay, und da waren verschiedene Gewerke, die ausgeschrieben wurden, zum Beispiel der Parkettboden, der verlegt werden musste. So, und dann kam mein Geschäftspartner zu mir und sagt, Daniel, pass auf, bis nächste Woche Freitag brauche ich von dir 4 verschiedene Angebote für dieses Gewerk von 4 verschiedenen Firmen, dass wir halt eben entsprechend auswählen können, ja, welche Handwerker, welche Company den Job übernimmt. So. Und ich habe gesagt, alright, perfekt, mache ich. So, bin rangegangen an den Job, habe das alles gut gemacht, habe, glaube ich, 12, 13 verschiedene Firmen angerufen, habe mit denen gesprochen, habe denen die Informationen geschickt, habe denen auch gesagt, hey, pass auf Leute, Deadline nächsten Freitag brauche ich spätestens diese Angebote und so weiter und so fort. Und ich dachte von meiner Seite aus, dass ich im Grunde alles hier richtig mache und dass ich einen geilen Job mache. So, kommt nächste Woche Freitag. Mein Geschäftspartner kommt zu mir und sagt, okay Daniel, wie sieht's aus? Ich brauche bitte die 4 Angebote fürs Gewerk. Ich hatte nur eins, weil tatsächlich von 12 oder 13 Firmen nur eine einzige Firma zurückkam mit einem brauchbaren Angebot, was korrekt war, was wir verwenden konnten. Da habe ich gesagt, hey, tut mir leid, aber es ist nur eins da. Und dann hat der Kollege, ja, der ist richtig sauer geworden, der ist richtig ausgerastet, der hat mich wirklich richtig fertig gemacht. Und ich habe erstmal gedacht, Mensch, was ein Arsch, ja, ist doch nicht meine Schuld. Ich habe gesagt, ist doch nicht meine Schuld. Ich habe 12, 13 Stück angerufen. Wer ruft denn 12 bis 13 Stück an? Ich habe den allen gesagt, nächste Woche Freitag ist Deadline. Ist doch nicht meine Schuld, wenn die das nicht schicken. Und er sagt zu mir damals diese Worte, du hast von mir die Aufgabe bekommen, bis nächste Woche Freitag 4 Angebote zu haben. Mich interessiert deine Story nicht, mich interessiert die Gründe nicht, mich interessiert nicht, weshalb, wieso irgendwer das nicht gemacht hat. Fakt ist, du hattest die Aufgabe und du hast nur ein Angebot und nicht 4. Mir ist es egal, was du dafür machen musst. Mir ist es egal, ob du wegen mir die ganze Nacht bei denen vor der Tür stehst und einen nach dem anderen aus dem Bett klingelst, damit sie das Angebot fertig machen. Die Aufgabe war, am Freitag 4 Angebote zu haben. Und ganz ehrlich, muss dir eins sagen, ich habe das heute verstanden. Ich habe verstanden, was er meinte und er hatte recht. Weil die Wahrheit ist doch das, dass wir uns alle ein Ziel setzen. Dass wir alle sagen, hey, bis nächste Woche mache ich das. Ja, okay, ich mache die Präsentation fertig bis nächsten Freitag. Ja, ich zeige 5 Pläne diese Woche. Ich mache 6 Dreierkonferenzen, okay? Ich mache das Webinar zum Thema Zen Project 8 diese Woche. Oder ich mache das oder das. Oder ich mache eine neue Liste mit 100 Personen bis Freitag. Und was passiert? Wir verschieben unsere Deadlines und wir machen es doch wann anders. Und dann sagen wir, naja gut, aber es ist ja das passiert oder das hat mich abgelenkt oder sonst was. Und wir haben einfach, die meisten Menschen, von euch auch, die das gucken, haben noch nie gelernt, wirklich mal die volle Verantwortung zu übernehmen. Und ich sag dir das, weil das für mich ein entscheidendes Learning war in meinem Business, zu verstehen, dass die Führungskraft Verantwortung übernimmt für alles. Und ich verstehe, es ist manchmal nicht deine Schuld. Und ich verstehe, es ist manchmal nicht fair. Aber darum geht es nicht. Es geht nicht darum, wer schuld ist. Es geht nicht darum, was fair ist. Es geht darum, Verantwortung zu nehmen für die Resultate, Verantwortung zu übernehmen für alles. Weil, wenn du die Verantwortung hast, wenn du die Verantwortung übernimmst, hast du auch die Kontrolle und hast du auch die Macht. Aber wenn du andere beschuldigst und sagst, ich kann nicht erfolgreich werden wegen ihm oder wegen dem oder wegen dieser fehlenden Ressource, dann gibst du die Macht ab. Und dann bist du powerlos, dann hast du keine Kraft, dann kannst du nichts machen. Deshalb mein Tipp, bleib in deiner Kraft, übernimm die Verantwortung für alles und geh den Weg nach vorne und mach deinen Wunsch zu einem Muss und du wirst erfolgreich. Liebe Grüße bis dahin aus New York.